Hallo Stream. Oh, jetzt klappen auch die Lautsprecher. Na. Und die Operators waren tatsächlich nur die Bediener dieser Rechner. Also sie haben auch keinen großen Einblick in die Rechnerinfrastruktur gehabt. Sie haben diese Rechner nicht von Grund auf betrieben. Sie hatten nichts mit dem Betriebssystem zu tun oder wenig, sondern sie haben tatsächlich nur das gemacht, was die Programmierer ihnen aufgetragen haben. Also die Programmiererjobs in diese Computer überführt und das Ergebnis wieder rausgeholt. Wir haben auch eine räumliche Trennung, weil die Programmierer normalerweise an irgendwelchen Terminals sitzen oder wie gesagt zu Hause Lochkarten stanzen. Und die Operators waren tatsächlich vor Ort, also die haben sich nie getroffen, die haben wahrscheinlich auch relativ wenig miteinander gesprochen. Und es ging halt ein paar Jahre so, bis dann, ich habe das hier mal zusammengefasst, die kleineren Computer kamen, ja, auch etliche von den Unix-Rechnern waren nicht klein, ich weiß das. Aber das Arbeiten hat sich ein bisschen geändert. Plötzlich sind die Operators ein bisschen wichtiger geworden. Also sie haben nicht mehr nur irgendwie die Jobs übernommen, die von Programmierern kamen und diese an die Computer gefüttert, sondern sie waren auch tatsächlich dafür verantwortlich, dass der Computer lief. Also sprich, sie waren für die Betriebssystemebene verantwortlich, sie waren dafür verantwortlich, dass Programme verfügbar waren, sie waren dafür verantwortlich, die Computeranlagen zu warten, was so den Betriebssystemlevel betrifft. Hardware und sowas ist immer noch von den Herstellern zum größten Teil gemacht worden. Aber der Operator hat halt tatsächlich, also die Wertigkeit dieses Jobs ist halt gestiegen. Programmierer saßen immer noch vor Terminals, mussten eigentlich keine Lochkarten mehr abgeben, sondern die Programme sind direkt gelaufen. Wenn sie denn durften, das ist so eine der Sachen, die damals entstanden sind, ist so der bekannte Bastard Operator from Hell oder dieses Ich bin Ruth, ich darf das. Sprich, der Programmierer war halt tatsächlich nur irgendein User auf diesem Computer und er war relativ stark von der Gnade des Bastard Operators abhängig. Ich meine, es ist mäßig lustig, finde ich. Also vor ein paar Jahren fand ich es, glaube ich, auch noch lustiger. Es ist massiv schädlich, dieses Verhalten, weil sich halt dadurch tatsächlich auch ein Spalt dazwischen getrieben hat. Das heißt, Programmierer haben halt auf ihre Abteilung geschimpft. Wer sich heute noch fragt, warum in der IT-Entwickler sagen so, ja, Infrastruktur, das kommt ungefähr daher. Das kommt auch daher, dass dieses Benehmen irgendwie bei einigen Leuten auch noch ein bisschen latent vorhanden ist. Es bessert sich und es ist heute, glaube ich, irgendwie was man nicht mehr haben möchte. Wir haben aber hier immer noch so eine Wall of Confusion. Das heißt also, die Entwickler wissen nicht, was die Plattform macht. Sie kommen auch gar nicht da dran, weil Produktion ist ja nochmal was ganz anderes. Da kriegt auch kein Entwickler einen Account drauf, weil es sind ja nur User. Das heißt, irgendwann bekommt die Operators einen Release vorgehalten oder vorgegeben. Dieses Release war eventuell 3 Monate in der Mache. Es sind irrsinnig viele Sachen geändert worden. Es hat in der Testphase ganz gut funktioniert. Da war nicht viel Last auf den Rechnern. Das haben die Entwickler selber getestet, die Operators eigentlich eher nicht. Und dann musste das Ganze laufen. Das hat sehr oft nicht getan. Damit ist dann dieses Release wieder über diese Mauer zurückgeschmissen worden. Man hat wenig miteinander geredet, man hat sich auch nicht zusammen hingesetzt zu gucken, lass doch mal gucken, wie wir es gemeinsam lösen können, dieses Problem, sondern es ist gesagt worden, okay, euer Code hat da ein Problem, der läuft nicht. Fixt es bitte, ist es gefixt worden und dieses Ping-Pong-Spiel ging halt dann so lange, bis es funktioniert hat. Das hat sich heute auch irgendwie, Gott sei Dank, geändert. Und was vor allem so ein bisschen ein Problem ist, es gibt da keine Verteilung des Wissens. Also sprich, das ist dieses, ich habe hier mein Operators-Silo, mein Admin-Silo, die Entwickler haben halt ihr Entwickler-Silo, weil auch keiner von Operators normalerweise großes Wissen darüber hatte, wie diese Software eigentlich funktioniert hat, was diese Software genau gemacht hat. Sie wussten halt, was man machen muss, um diese Software ins Laufen zu bekommen. Ja, woran liegt das? Naja, wir haben halt auf der einen Seite Entwicklerteams, die kennen ihre Programmiersprachen, wissen, was man damit macht, wissen, was man darin macht. Sie kennen die fachlichen Anforderungen, weil sie halt diejenigen sind, die über irgendeinen Proxy, einen Business Manager, einen Programmmanager, einen Produktmanager, halt wissen, was der Kunde von ihnen möchte, was die Applikation hinterher können muss. Sie haben die technische Domäne. Sie haben eventuell auch Wissen über die Business-Domäne. Also sie wissen halt genau, warum diese Anforderungen da sind, warum ihre Applikation das machen soll, was sie machen soll. Sie haben halt keinen Zugriff auf die Infrastruktur. Sie haben relativ wenig Wissen über Betriebssysteme und Netzwerke. Das heißt also, können stellenweise auch relativ schlecht abschätzen, was passiert eigentlich, wenn jetzt irgendwie nicht mehr diese synthetische User darauf zugreifen, die ich irgendwie in eine Testinfrastruktur habe, sondern
das tatsächliche Leben auf diese Applikation einprallt. Und wie gesagt, Software ist halt relativ langfristig entwickelt worden. Releases haben Monate, Wochen mindestens gedauert. Orientierung der Entwicklung geht halt eher auf den Kunden zu und auf den Anforderer. Und eventuell auf den Anwender, der irgendwie die Software auch bedienen muss. Ja. So, Operations-Teams sind halt eher nutzerbezogen. Das heißt also, sie haben eher den Endanwender im Fokus, weil genau das die Leute sind, die halt mit der Software arbeiten, die auf den Systemen der Operators läuft. Sie haben Wissen über ihr Rechenzentrum, sie kennen sich ein bisschen aus mit Betrieb von diesen ganzen Geräten, sie wissen, wie das Storage funktioniert, was sie machen müssen, wenn Storage mal ausfällt, hoffentlich. Sie wissen, wie der Betrieb von dem Ganzen funktioniert. Es ist nicht so, dass Entwickler wahrscheinlich nicht programmieren, aber das Entwickler programmieren schon, doch, dass Operators nicht programmieren. Wenn sie programmieren, dann mal wahrscheinlich nicht in der Sprache, in der die Applikation geschrieben ist. Das heißt also, wir haben so als Administratoren ein ganz anderes Set von Tools, ganz anderes Set von Sprachen, die in dem Bereich halt auch sinnvoller sind. Deswegen wissen wir relativ wenig über das, was die Entwickler mit ihrem Java da machen oder mit ihrem C++ oder ihrem was auch immer sie gerade nutzen. Wir haben relativ wenig Ahnung als Operator. Ich spreche jetzt gerade von wir. Ich komme aus dem Bereich, ich bin kein Entwickler. Das heißt, wenn ich Entwickler Sachen ein bisschen verallgemeiner, stupst mich bitte an. So, ich habe das auch nur aus dem Hörensagen. Relativ wenig Ahnung von Business-Anforderungen. Also wir sind immer noch in dem Bereich irgendwie, es gibt diese Unix-Rechner, Entwickler und Operator sprechen relativ wenig miteinander. Wir haben stellenweise auch kein Wissen von dem Anwendungsbetrieb. Das heißt, wir wissen schon, dass es irgendwie diese Software einen Tomcat benötigt und dass der Tomcat irgendwie ins Laufen zu bekommen ist und dass die Software dann darauf läuft. Aber so die Schnittstellen, warum das gerade ein Tomcat braucht und was die Software dann macht damit, das ist ein Wissen, was auch nicht bei vielen Leuten da ist. Das heißt, so die Applikationsinterner wahrscheinlich noch weniger. Und so die Installationen, die gemacht werden müssen, passieren halt mit relativ wenig Testmöglichkeiten. Das heißt, man installiert es und sagt dann den Testern, okay, wir haben es jetzt installiert. Unserer Ansicht nach läuft es oder es läuft nicht. Jetzt guckt mal bitte rüber, ob es wirklich das macht, was es machen soll. Das ist relativ frustrierend. Das ist auch relativ unsinnig, so zu arbeiten. Vor allem muss man halt irgendwie ein bisschen miteinander kommunizieren können. Das ist aber eine Zeit lang anders gelöst worden. Man hat halt jemanden auf diese Mauer draufgesetzt oben. Das heißt, es gibt diese Mauer, wo der Entwickler seinen Kram rüberwirft, wo der Operator das dann annimmt oder halt wieder zurückwirft. Und deswegen gab es dann mal irgendwann die Idee, nimmt man doch jemanden, der kommunizieren kann. So bei uns heißt das Application Management, das kennen ja aus anderen Bereichen, also aus anderen Firmen, dass es so heißt oder hieß, wenn es das noch gibt. Das heißt, es ist eine neue Zwischenschicht, wir haben ein neues Team irgendwie, das vor Ort ist. Sie kommen eigentlich eher aus dem Operators-Bereich, also sind Administratoren. Sie wissen aber ein bisschen mehr, also sie sind eigentlich dazu da, um zu vermitteln, sie sind dazu da, den Entwicklern zu vermitteln irgendwie, das macht übrigens unsere Plattform, wenn ihr Folgendes macht oder wenn ihr das machen wollt, ist es vielleicht keine gute Idee, weil das haben wir schon mal woanders probiert, das hat nicht funktioniert. Wir haben da eine andere Lösung für gefunden. Auf der anderen Seite kommunizieren sie auch Wünsche der Entwickler weiter ins Operations rein, das heißt also, das hat Operations gesagt bekommt, jedes Team, mit dem wir gesprochen haben, beschwert sich darüber, dass das nicht funktioniert, lass uns das doch bitte mal fixen. Sie sorgen halt für Wissensverteilung, das heißt, sie sorgen auch dafür, dass das Operations-Team ein bisschen mehr Erfahrung oder Ahnung von dem hat, was die Anforderungen der Entwickler sind. Sie sorgen dafür, dass die Entwickler wissen, so, warum einige Sachen keine guten Ideen sind, weil die Plattform halt komisch drauf reagiert. Das heißt, es ist halt der Versuch, dieses Wissen, was eigentlich in zwei Bereichen da ist, jeweils in den anderen Bereichen ein bisschen reinzubekommen. Und die Application Management als Schnittstelle, eigentlich aus dem Operations-Bereich kommt, sollen halt dafür sorgen, dass dieses Wissen auch gelebt wird. Und helfen halt auch mit, dass wenn Applikationen released werden, dass diese Releases funktionieren. Das heißt also auch, helfen also auch damit, die Plattform anzupassen, dass halt, wenn neue Releases kommen, die Plattform schon vorbereitet ist dafür. So Idealfall sollten sie die Plattform auch betreiben können, also sie sollten Operations machen können. Sie müssen allerdings nicht, wie die Operators, einen wirklich tiefgreifenden Einblick in die Plattform haben. Das heißt also, ich erwarte schon,
Aber ich denke schon, dass ein Application Manager wissen soll, was er da macht auf dem Linux-System. Aber er muss jetzt nicht derjenige sein, der sagt so, der Fehler ist komisch, das könnte irgendwo ein Treiberproblem sein oder sowas. Also das ist eine Wissensschicht, die nicht unbedingt da sein muss, denke ich. Wenn sie da ist, ist es auch nicht schlimm. Ja, dann kam halt, ich sag mal, Agile, dass er dann versprochen hat, so, bis jetzt war scheiße, jetzt wird alles besser. Das heißt also, Agile verspricht vieles von dem, was gerade so als Problem aufgetaucht ist, zu lösen. Das heißt also, es sorgt dafür, dass der Kommunikationsmangel nicht da ist. Es sorgt dafür, dass Wissen auf eine breite Basis gestellt wird, beziehungsweise dass alle Leute, die an irgendwas arbeiten, das gleiche Wissen haben. Dass also diese Trennung zwischen ich weiß nur den Bereich und der andere weiß nur den Bereich ein bisschen weg ist. Teams sollten halt auf einmal cross-funktional sein. Komme ich gleich noch zu. Teams verwalten sich selbst. Das haben sie, glaube ich, davor auch schon gemacht. Also ich weiß von vielen System Engineering Teams, die halt tatsächlich auch bevor dieses ganze Agile bei ihnen eingeführt worden ist, sehr selbstverwaltet funktioniert haben in ihrem Bereich. Großes Ziel ist halt das Einreißen dieser Wall of Confusion. Das heißt also, dass es nicht mehr über die Mauer kommuniziert wird oder mit einem Proxy kommuniziert wird, sondern dass tatsächlich die beiden Parteien miteinander sprechen, besser noch miteinander arbeiten direkt. Ja, und alle Wissensdomänen sollen halt tatsächlich in einem Team drin sein. Sprich, also das Applikationswissen als auch das Wissen über den Betrieb sollte bei vielen Sachen halt in einem Team drin sein. Das funktioniert nicht immer. Aber wie gesagt, vieles von dem sind halt Versprechen gewesen, die sich nicht ganz einlösen lassen. Vieles von dem hat aber auch zu Dingen geführt, die relativ gut funktionieren. Wie gesagt, das cross-funktionale Team. Wir hatten vorher Teams, in denen nur Entwickler waren. Wir hatten vorher Teams, in denen nur Operations-Leute, Admins waren. Wir hatten sogar die Operations- oder die Infrastruktur-Leute noch unterteilt. Es gab halt die Leute, die betrieben haben, also die halt auch angerufen wurden nachts. Es gab die Systemingenieure, die sich darum gekümmert haben, dass die Plattform weiterentwickelt wird. Es gab vielleicht noch System-Developer, die dafür gesorgt haben, dass halt passenden Applikationen, dass die passenden Skripte für die Infrastruktur da sind. Und jetzt soll halt alles viel besser werden. Ich habe in einem cross-funktionalen Team halt alle Fähigkeiten, die ich brauche, um ein Produkt irgendwie an den Markt zu bringen. Sprich, wenn sich irgendjemand in meiner Firma überlegt und sagt so, es wäre jetzt total toll, wenn wir irgendwie Swimmingpools vermieten können. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte eine Swimmingpool-Party machen, ich kann einen Swimmingpool vermieten, dann, und dafür brauche ich eine Web-Applikation, dann habe ich hier alle in einem Team drin, die darauf hin können. Das heißt, ich habe einen Webdesigner da drin, weil ich mache eine Applikation, die ein Frontend hat. Ich habe Grafiker da drin, falls es nicht der Designer macht. Ich habe QA-Tester in meinem Team drin, weil die Applikation soll ja auch laufen. Ich möchte halt Tests haben, die sicherstellen, dass die Applikation weiterläuft, wenn ich Änderungen in der Applikation mache. Ich habe Entwickler drin und ich habe einen Admin im Team drin. Das funktioniert für kleinere Produkte ganz gut. Stellen Sie halt ein paar Fragen. Was passiert denn, wenn ich jetzt eine neue Webseite mache und ich brauche eventuell ab und zu mal einen Anwalt? Also wenn ich halt irgendwas mit Verträgen mache, mit vielen Verträgen, mit verschiedenen Verträgen mache und ich brauche jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt mit aufnehme in meiner Applikation, brauche ich einen Anwalt. Muss ich den Anwalt in so einem Team drin haben? Also Scrum sagt ja. Scrum sagt so, ich brauche tatsächlich alle, die zum Produkt beitragen, brauche ich in diesem Team. Gleiches gilt für Übersetzungen. Wenn ich halt sage, ich mache jetzt die Webseite nicht nur für Deutschland, sondern ich hätte ganz gerne auch irgendwie Frankreich und Spanien mit drin, brauche ich Leute, die Texte übersetzen können. Das machen die aber auch nicht so wahnsinnig oft. Aber die Frage ist halt, brauche ich sie in so einem Team drin? Oder was mache ich, wenn ich sie nicht in so einem Team drin habe? Oder was passiert, wenn ich jetzt feststelle, so, ich habe jetzt irgendwie eine etwas längere Phase in der Entwicklung, in dem ich nur Backend-Sachen entwickle? Was mache ich mit meinem Webdesigner? Was mache ich mit dem Grafiker? Scrum hat eine Antwort darauf. Nennt sich T-Shaped Persons. Das heißt, jeder in so einem Team ist ein Spezialist. Das heißt, ich habe einen Spezialisten, der irgendwie sich mit Java-Entwicklung auskennt. Ich habe einen Spezialisten, der sich mit Deployment auskennt. Ich habe einen Spezialisten, der sich mit Betrieb von einer Plattform auskennt. Aber jeder von diesen Spezialisten hat halt auch noch Generalistenwissen. Das heißt also, derjenige, der weiß, wie die Plattform läuft, interessiert sich eventuell auch ein bisschen für Programmierung und kann da mithelfen. Oder ich habe irgendwie einen Webdesigner, der aus Spanien kommt und Deutsch spricht. Dann habe ich schon mal das Problem gelöst, wie bekomme ich irgendwie spanische Texte auf die Plattform.
es geht tatsächlich so weit, dass er gesagt wird, so ja, alle Mitglieder im Team können irgendwann mal, wenn das Team lange genug zusammen ist, auch andere Aufgaben übernehmen. Gloger zum Beispiel, Boris Gloger, der relativ bekannt ist, was so Einführung von Scrum in Deutschland betrifft, geht sogar so weit, dass er sagt, irgendwie, na, irgendwann können halt alle Mitglieder des Teams 80% der Aufgaben lösen. Ich wage das zu bezweifeln. Wir haben das mal beim anderen Arbeitgeber versucht. Nee, ich kann immer noch nicht programmieren. Also auch nicht zu 80%. Funktioniert nicht. Und versucht halt darüber, dass ich halt das Spezialwissen habe und halt relativ viele Leute mit einem breiten Generalistenwissen habe, abzudecken, alles abzudecken, was ich da brauche. Und warum brauche ich die alle im Team? Na, ich habe halt die Anforderung, dass sich die Leute tatsächlich komplett auf das committen, was sie machen müssen. Also das heißt, dass sie nicht irgendwie durch irgendwas abgelenkt werden, was nicht mit dem Produkt zu tun hat. Das Wissen soll auf viele Schultern verteilt sein. Das heißt, es ist halt auch innerhalb dieser Teams soll es keine wirklichen Silos geben. Und gut, das sind Sachen, die wirklich relativ gut funktionieren, ist, dass dadurch, dass ich sehr viel Diversität im Team habe, tendieren solche Teams dazu, bessere Ideen zu haben. Also sie kommen auch vor allem auf ganz andere Lösungen als Teams, die halt nur in ihrer Spezialdomäne da sind. Dann gibt es noch die P-Shaped Persons. Das sind Personen, die irgendwie zwei Fachgebiete haben. Und wenn ich dann diesen Balken drüber lege, sieht es halt wie ein P aus. Also nur falls das mal irgendwo auftaucht, wenn du Literatur lest. Das kommt daher. Aber wenn man die Frage, was machen wir mit Spezialisten? Also ich glaube, die Idee, einen Anwalt in so ein Team reinzusetzen, ist völlig albern, das funktioniert nicht. Der hat wahrscheinlich auch andere Sachen zu tun, der kann Sachen besser tun. Deswegen sagt man, na gut, lassen wir Spezialisten als Spezialisten sein, die können halt ihre Sache besonders gut machen. Die passen halt auch nicht ins Team, wenn ihr Wissen wirklich nur extrem selten benötigt wird, weil sie helfen dann auch nicht wirklich dazu bei, dass dieses Produkt weitergetrieben wird. Sondern sie müssen halt immer dann da sein, irgendwie, wenn ich gerade Fragen in dem Bereich habe. Das heißt, wenn ich einen Anwalt brauche oder wenn ich irgendwie anwaltliche Beratung brauche, dann muss ich dafür sorgen, dass die Firma einen Anwalt hat und dass das Team relativ schnell darauf zugreifen kann. Also dass tatsächlich, wenn das Team eine Frage hat, am nächsten Tag eine Antwort hat, wenn es geht. Wird dann problematisch, wenn ich einen habe und irgendwie vier Teams habe, die gerade gleichzeitig irgendwie Beratung brauchen. Das ist dann so als Impediment bekannt. Ja, wir können gerade nicht weitermachen, ich muss 4 Tage warten, bis der Anwalt wieder frei ist. Deswegen ist man dann doch irgendwann dazu übergegangen zu sagen, na gut, vielleicht sind so Spezialistenteams ja gar nicht so scheiße. Das heißt, ich habe also in einigen Teams meine Generalisten sitzen. Das sind die Produktteams, die sind dafür da, die neuen Produkte zu entwickeln. Und wenn ich wirklich mal Wissen brauche, was nicht oft angefragt wird, was aber so über die ganzen Teams verteilt relativ häufig abgefragt wird, aber pro Team nicht so unbedingt, dann baue ich mir halt wieder genau das, was ich eigentlich ablösen wollte. Nämlich Spezialistenteams. Aber es muss ja auch nichts Schlimmes sein. Sie müssen auch nicht so groß sein wie normalen Teams. Es kann sein, wenn ich jetzt vier Entwicklungsteams habe, dann reichen eventuell 2 Spezialisten in einem Bereich, um halt genau den Bedarf dieser Teams abzudecken. Weil der Fall, dass wirklich alle gleichzeitig was brauchen, tritt, glaube ich, doch relativ selten ein. Sollte er eintreten, irgendwie muss man eventuell aber doch gucken, wie man damit umgeht. Im Ernstfall einen dritten Anwalt einstellen, wenn man sich's leisten kann. Spezialisten brauchen wir aber auch an anderen Stellen, wie sich herausgestellt hat. Ich meine, wenn ich cross-funktionale Teams habe, dann habe ich halt hier auch den einen Operator drin sitzen, also dessen senkrechte Linie halt das Wissen ist, wie betreibe ich meine Systeme. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Infrastruktur von irgendjemandem gegeben ist, das heißt, wir entwickeln gerade unsere Applikationen alle in der Cloud, das heißt, ich kann Infrastruktur einfach kaufen, sie ist da, sie funktioniert und sie ist relativ einfach bedienbar. Dann habe ich, glaube ich, tatsächlich das Problem, dann habe ich, glaube ich, kein Problem damit, dass ich nur eine Person in diesen Teams habe, die so ein bisschen Ahnung davon haben, wie sowas betrieben wird. Weil ich bekomme eine Infrastruktur gestellt, das ist alles mit Standardlösungen beherrschbar, das nutzen so viele, dass bestimmt schon irgendjemand anders mal eine Lösung für das Problem gefunden hat, das man gerade selber hat. Und die paar Probleme, die man selber dann hat, kann man auch in dieser Zusammenstellung relativ einfach lösen. Und was auch relativ gut funktioniert, ich kann innerhalb der Firma Standards bereitstellen oder Standards festlegen, weil
in dem Setup, wenn sich keiner um Infrastruktur kümmern muss, weil sie irgendwo da ist, können sich diese Leute auch relativ einfach absprechen, was so gemeinsame Sachen wie, wie machen wir eigentlich Deployment, was ist unser Bug-Tracking-Tool, in welchen Sprachen schreiben wir irgendwelche Skripte für systemnahe Sachen, um dafür Standards zu setzen. Es kann sich sowas wie eine Gilde gründen, die sagt, okay, dann betreiben wir halt die Deployment-Infrastruktur, die beiden anderen irgendwie betreiben halt den Bug-Tracker. Und man kommt mit simpler Kommunikation eigentlich relativ weit. Wenn ein Team jetzt eine andere Lösung haben will, also wenn man sagt, so okay, Standards sind ganz schön, aber wir haben irgendwie festgestellt, dass das in Blau alles viel besser aussieht und wir möchten was ganz anderes nehmen, kann das Team das auch gerne machen. Sie verlieren halt dann irgendwie so den Zuspruch der anderen, sie verlieren halt auch die Unterstützung der anderen Teams, dann müssen sie es halt komplett selber betreiben. Das heißt, sie haben es dann irgendwie für sich übernommen. Dieses berühmte You Build It, You Run It, was gerade jeder versucht, was auch nur so halbwegs funktioniert. Weil zum You Build It, You Run It auch dazu gehört, You Own It. Das heißt also, wenn es kaputt geht, darfst du auch die Teile behalten. Wenn es jetzt allerdings nicht der Fall ist, dass mir jemand die Infrastruktur bereitstellt, sondern ich so ein riesen Rechenzentrum habe, das betreibe ich nicht zwischen diesen Leuten. Das funktioniert nicht. Weil das ist einfach zu viel Arbeit. Die Infrastruktur ist zwar quasi technisch da, aber sie läuft halt noch nicht. Das heißt, irgendjemand muss sich darum kümmern, dass diese Infrastruktur da ist, damit Entwickler die Applikationen hosten können, damit von draußen aus dem Internet was gesehen werden kann. Man kann natürlich sagen, okay, aber diese Admins, die in den Teams drin sind, haben in den Teams ja nicht so wahnsinnig viel zu tun, deswegen betreiben die das dann. Das sollte man nicht machen, weil damit entzieht man sie nämlich den Teams. Das heißt, ich bilde gerade wieder ein Spezialteam. Vielleicht sollte man das ja auch machen in dem Fall. Die Absprachen zwischen den Admins reichen in so einer Größenordnung tatsächlich auch nicht mehr aus, um zu sagen, wir setzen hier mal gültige Standards für alle. Das funktioniert nicht. Naja, und so eine große Infrastruktur kann halt tatsächlich betrieben hinterher schon, wenn sie mal steht, aber nicht von so vielen Leuten, die einzeln eigentlich in anderen Teams drin sind, entwickelt werden. Also ist es auch hier, glaube ich, manchmal relativ gute Idee, hier ein Team von Spezialisten einzusetzen und versuchen, innerhalb dieses Spezialwissens vielleicht auch Teams zu bauen, die halt mehr als ein Wissen in sich vereinen. Das heißt, dann habe ich halt Operations, Leute, die irgendwie Applikationen kennen und System Engineering, System Development in einem Team drin. Aber es ist halt schon ein Spezialistenteam, weil sie sich halt nur um Infrastruktur kümmern und nicht mehr um das Produkt, was die Teams von den Leuten hier auf die Straße bringen sollen. Das heißt, Ziel wäre es dann auch hier zu sagen, dieses Spezialistenteam kümmert sich darum, dass dieses Rechenzentrum da oben sich ungefähr so benimmt wie die Cloud, die ich vorher hatte. Das heißt, ich habe halt irgendwie Infrastruktur als Service. Das kann ganz anders aussehen als in der Cloud, aber dass halt die Teams das einfach nutzen können, dass es einfach nur dasteht. So ähnliches wie das hier gilt übrigens auch für UX. Das heißt also, die Leute, wo man sagt, Webdesign. Wenn ich eine größere Firma habe, die mehrere Produkte auf der gleichen Plattform da hat, möchte ich wahrscheinlich auch ein zentrales Team von Designern haben, damit halt alle Produkte zumindest ähnlich aussehen und dass nicht jedes Produkt halt irgendwie ihre eigenen CSS-Sachen mitbringt und jedes Produkt halt doch dann irgendwie ein leicht anderes Look and Feel hat. Hilft der, glaube ich, Gesamtplattform nicht wirklich weiter. Das heißt, UX aus den Teams raus, in Spezialteams rein, lohnt sich ab einer gewissen Größe auch. Und schon wieder habe ich ein Spezialteam mehr und schon wieder habe ich Generalisten oder Spezialwissen weniger in den Entwicklerteams. Da ist die falsche Überschrift drüber. Naja. Wenn wir jetzt unseren Infrastrukturbereich mal angucken, dann haben wir eigentlich relativ große Teams normalerweise, zumindest in größeren Läden, weil wir haben ja irgendwann mal System Engineering gehabt, wir haben mal irgendwann System Development gehabt, wir haben vielleicht Application Manager gehabt und wir haben ganz bestimmt Leute, die Betrieb machen. Und wenn man sagt, okay, man möchte sie jetzt auch in agile Teams zusammenpacken, habe ich halt in größeren Firmen schnell mal irgendwie 10, 15, 20 Leute da, die dann irgendwie ein Team sind. Die Frage ist, was mache ich mit so einem großen Team? Also 20 Leute auf die Infrastruktur gleichzeitig loszulassen, auf die gleichen Themen, bringt ja auch nicht viel. Und wie bekomme ich so ein Team eigentlich organisiert? Und wie bekomme ich die Arbeit für solche Teams organisiert? Ich meine, das ist ja, macht mal Infrastruktur, ist ganz schön, wenn es mal irgendwann steht, weil dann ist es nur noch Betrieb. Aber Infrastruktur tendiert ja dazu, nie fertig zu sein, von daher. Gucken wir uns mal den Lebenszyklus von so einem Team an. Das hilft bei sowas immer relativ weit, weil Teams ja, je nachdem, was sie gerade machen,
verschieden lang zusammensitzen. Gestern hat Florian Haas gesagt, relativ wichtig ist es, ein stabiles Team zu haben. Das heißt, dass Teams tatsächlich darauf verlassen können, dass die Kollegen, die sie heute vorfinden, auch morgen, übermorgen noch da sind. Und dass so ein Team halt immer relativ so einen kleinen Schlenker macht, wenn Personen dazukommen, wenn Personen gehen. Es ist aber nicht so ausgesagt, wie groß so ein Team sein kann. Das heißt, also, da wo ich gerade arbeite, haben wir ein relativ stabiles, großes Team von ca. 20 Leuten. Mit relativ wenig Abgängen, relativ wenigen Leuten, die dazukommen. Aber momentan ist es das, was wir als Team sehen. Das heißt, dieses Setup ist wirklich sehr, sehr stabil. Wir verteilen halt bloß die Arbeit so ein bisschen fluktuierend durch dieses Team durch. Aber so ein Produktteam ist es relativ einfach. Da hat mal irgendwann eine Idee, sagt so, es wäre total toll, wenn ich ein Foto mache und ich das sofort irgendwie in die Hand drücken kann. So circa 2 Minuten, nachdem ich es halt irgendwie geschossen habe. Und nach relativ viel Überlegungen, Arbeiten, ist halt hinten das Produkt rausgekommen, die Polaroid-Kamera. Das ist irgendwann fertig. Das heißt, das Team, was das gemacht hat, wird dann quasi nicht mehr benötigt, kann halt was anderes machen, kann sich um ein anderes Produkt kümmern. Oder kümmert sich halt darum, dass man so, okay, jetzt wollen wir Version 2 davon machen. Aber vielleicht macht auch jemand anders Version 2, weil die besser sind in dem Einsammeln, was für ein Wissen haben wir halt daraus gelernt, was muss das nächste Produkt kommen. Und das Team, was das entwickelt hat, sitzt daran, das gleiche für Film zu machen oder so. Aber auch hier habe ich halt das, dass ich in so einem Team Leute brauche, die halt alles machen können, also die alles machen können, was nötig ist, um so ein Produkt fertig zu entwickeln. Das heißt, hier brauche ich wahrscheinlich auch einen Designer, der dieses Gehäuse irgendwie designen kann, dass es sich toll anfühlt, dass es toll aussieht. Wenn ich Elektronik da drin habe, brauche ich jemanden, der diese Schaltung zusammenbauen kann oder diese Schaltung überhaupt entwickeln kann. Ich brauche wahrscheinlich Chemiker, weil ich weiß, das ist ein chemischer Prozess, dass dieses Bild irgendwie entsteht. Also auch hier, habe ich wahrscheinlich so ein agiles Team auch damals schon gehabt, was halt alles vereint, was ich brauche, um so ein Produkt zusammenzubekommen. Ja, wir bauen uns eine Infrastruktur, ist halt nicht so schön. Da hat mal jemand eine Idee, wir bauen ein Rechenzentrum. So, der erste Zustand sieht dann wahrscheinlich so aus, wie es bei vielen Firmen aussah. Da ist dieser eine Raum irgendwie, wo auch der Besen drin steht, wo die Putzfrau irgendwie ihren Kram drin hat. Und da stellen wir das erste Serverrack rein. Dann wächst die Firma halt. Dann habe ich halt nach x Jahren Zustand X. Die Firma wächst aber immer noch oder kriegt mehr Produkte. Das heißt, das ist nie der Endzustand da. Weil irgendwann muss ich ein zweites Rechenzentrum anmieten. Irgendwann muss ich vielleicht mit den ganzen Sachen umziehen. Das heißt, ich habe nie diesen Fall, dass ich genau weiß, okay, ich habe die Idee, wenn ich das erste Mal verkaufen kann, dann ist dieses Produkt erstmal fertig, weil dieses Produkt wächst halt immer weiter. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, so eine Lebensdauer von so einem Team fängt halt genau da an, wo jemand die Idee hat, dann anfängt weiterzuentwickeln und irgendwann ist dieses Rechenzentrum fertig, dann brauche ich das Team nicht mehr. Vor allem ändert sich normalerweise auch das Arbeitsumfeld oder die Art und Weise, wie gearbeitet wird, wie die Infrastruktur wächst. Weil sowas betreibe ich das in der Mitte. Das kann ich noch relativ locker betreiben, indem ich mich halt auf diesen Servern einlogge. Ich habe vielleicht nur ein ganz kleines Monitoring-System. Ich kann auch relativ viel per Hand machen. Ich kann das Wissen darüber, was auf den Rechnern passiert, ist relativ breit streuen, weil es sind ja nur ein paar Rechner. Das kann ich da hinten halt schon nicht mehr. Da brauche ich dann irgendwelche Automatisierungstools. Ich muss Teams haben, die wissen, wie diese Automatisierungstools bedient werden. Ich muss Teams wissen, wie ich Infrastruktur dazu bekomme, irgendwie auf solche Automatisierungstools vernünftig zu hören. Und ich habe hier eventuell wieder echte Operators ganz hinten. Das heißt, so ein Team, was an sowas arbeitet, löst sich quasi nie auf. Deswegen sagte ich gerade, wir haben dieses große Infrastrukturteam, wo halt alles, was früher mal einzelne Abteilungen oder einzelne Teams waren, darunter subsumiert wird, weil wir brauchen sie ja immer noch. Es geht ja weiter. Ich meine, auch im Rechenzentrum kann man, glaube ich, ganz gut dieses wir setzen ein Team auf ein Produkt anspielen. Das heißt, wenn sich plötzlich jemand entscheidet und sagt so, ja, wir müssten eigentlich auch mal irgendwie eine Möglichkeit haben, massenweise Mails zu versenden, dann setze ich normalerweise ein Team zusammen, wo Leute drin sitzen, die wissen, wie sowas geht, wie man einen Mail-Server aufsetzt, der auch etwas höhere Last ab kann. Und dann habe ich halt irgendwann dieses Mail-Setup, was mit dieser höheren Last klarkommt, dann kann ich auch dieses Team quasi auflösen. Und Weiterentwicklung macht entweder das Team, wenn es nötig wird, oder das machen andere Leute, die mittlerweile das Wissen erlangt haben, wie Mail-Server betrieben werden. Aber das erste Produkt, dieses so, ich baue in meinem Rechenzentrum eine Mail-Server-Infrastruktur auf, das kann man halt genauso sehen, wie so ein Produkt ist. Ich bin auch ein relativ großer Fan davon, dass man so viele Sachen wie möglich, die man im Rechenzentrum hat, auch als Produkt sieht, weil man so auch Lebenszyklen irgendwie am
Sachen im Rechenzentrum dran kleben kann, was mit nur wachsender Struktur nicht ganz funktioniert. Aber das ist ja immer nur ein Teil von der Arbeit, die in solchen Infrastrukturteams passieren. Also diese, wir setzen jetzt mal ein komplett neues Produkt in unserem Rechenzentrum auf, passiert ja auch relativ selten. Hat auch ein paar Nachteile. Das bindet halt Spezialisten, die ich vielleicht an anderer Stelle irgendwo brauchen könnte, weil es halt auch ein relativ langer Prozess ist. Also dieses Team wird nicht irgendwie über 3 Monate leben, sondern vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr, wo ich diese Spezialisten nicht mehr abrufen kann aus diesem Team. Hat aber den Vorteil, ich habe halt einen definierten Start und ein definiertes Ende. Ich weiß, wann ich dieses Team als in dem Zusammenhang, in diesem Setup nicht mehr brauche. Oder wir machen Teams bei Backlog, da haben wir jetzt relativ gute Erfahrungen mitgemacht. So hat ja jeder wahrscheinlich irgendwo in seinem Arbeitsumfeld halt so einen Themenkatalog, der demnächst mal gemacht werden müsste. Wer richtig viel Glück hat, hat irgendjemand, der sich darum kümmert, dass die Reihenfolge richtig ist davon. Das heißt, dass auch gewusst wird, in welcher Reihenfolge arbeite ich eigentlich diese Sachen ab, die mal gemacht werden müssten. Und wenn ich das ganz gut verteilen kann, und wenn ich weiß, dass diese Arbeiten groß genug sind, sodass sie vielleicht 1 bis 3 Monate dauern, dann kann ich auch aus diesem großen Team daraus quasi solche Floating-Teams bilden. Das heißt, wenn ich genau weiß, ich muss an diesem Mail-Server was machen, das dauert vielleicht 2 Monate, dann suche ich mir halt eventuell einen Mail-Spezialisten, den ich ja schon mal irgendwann hatte, der hat es ja aufgebaut, suche mir 2, 3 andere Leute dazu, die Interesse daran haben, um A, dieses Wissen zu verbreitern irgendwie, was dieses Setup betrifft. Das heißt, ich versuche wieder ein Silo mehr abzureißen, was ich in meiner Abteilung vielleicht habe. Und ich binde halt nur einen Spezialisten damit. Und wenn die nach 2 Monaten fertig sind, dann können sie entweder als Team, weil es gerade funktioniert, das nächste Thema angehen. Vielleicht passt es ja auch thematisch rein. Oder ich weiß, dass andere Teams auch zu dem gleichen Zeitpunkt fertig sind. Ich halt so vielleicht einen Pool von 10 Leuten, 12 Leuten wieder frei habe. Und dann kann ich auch gucken, okay, vielleicht baue ich halt ein neues Team, weil meine andere Teamzusammensetzung besser passt, weil ich jetzt irgendjemanden brauche, der Netzwerk kann, um halt irgendwelche Netzwerk-Tasks zu haben. Das sorgt für eine relativ hohe Diversität bei den Themen. Das sorgt vor allem dafür, dass es nicht dieses gibt, so, oh, ich mache jetzt 3 Jahre lang Identitätsmanagement, so, kann ich bitte mal was anderes machen? Weil die meisten Leute machen halt immer relativ viel was anderes. Es sorgt leider ein bisschen dafür, dass die Teams ein bisschen langsamer werden. Weil ich halt versuche, irgendwie einen zu haben, der sich in dieser Domäne wirklich auskennt, der aber auch gleichzeitig die Aufgabe hat, das Wissen zu verteilen, was wir halt damals schon bei den ENIAC-Programmiererinnen gesehen haben. Auch die haben ihr Wissen verteilt, damit die Teams halt hinterher, die Leute halt hinterher eigenständiger arbeiten können. Wir haben eine hohe Diversität bei den Teams, wie wir vorhin sagten, diverse Teams kommen normalerweise wegen fehlender Betriebsblindheit auf ganz andere Ideen als Teams, die immer das Gleiche machen. Das heißt, wenn ich jemanden frage, irgendwie, den sich nur mit Mail-Server beschäftigt, und dann frage, wie willst du das verbessern, hat der wahrscheinlich eine andere Antwort, als wenn ich jemanden frage, der es nicht sein ganzes Leben lang gemacht hat. Auch hier sind sie tatsächlich verantwortlich von Anfang bis zum Ende. Das heißt, sie müssen dieses Epic abschließen. Sie müssen halt das, so viel brauche ich nicht mehr, aber danke. Sie müssen halt dieses Epic abschließen. Sie müssen halt das Thema abgeschlossen haben, um halt mit ihren Sachen fertig zu sein. Natürlich ein Nachteil, ich muss gucken, dass diese Epics, mit denen ich arbeite, ungefähr die gleiche Größe haben oder dass ich, wenn ich sage, ich habe hier einen 3-Monats-Epic, dass ich vielleicht noch ein 2- und ein 1-Monats-Epic in der Hinterhand habe, damit andere Teams halt ungefähr gleichzeitig fertig sind. Wenn ich wirklich möchte, dass die Teams sich da hinterher neu formen, muss ich auch einplanen, dass ich eventuell Phasen dazwischen habe, wo die Leute halt mal Luft holen, dass ich vielleicht 1-2 Wochen habe, wo ich nicht an solchen Themen arbeite, aber normalerweise finden Teams dann immer irgendwas, was man mal eben nebenbei machen kann, um die Plattform zu verbessern. Von daher, richtig Leerlauf ist es nicht. Und ich muss halt alle relevanten Mitarbeiter in so einem Team drin haben, weil ich nicht hingehen kann und sagen kann, so, ey, es war vielleicht ein Fehler, dass wir den Peter irgendwie nicht mitgenommen haben, aber der ist jetzt in einem anderen Team, der wird genau da benötigt. Es hat ein paar Rahmenbedingungen. Wie gesagt, stabile Teams sind wichtig. Um ein stabiles Team zu bekommen, muss ich wahrscheinlich auch das Management von Teams stabil halten. Aua. Ich brauche halt Teamleiter, die mit sowas ein bisschen umgehen können, weil nicht jeder Teamleiter ist daran gewöhnt, dass halt die Leute, wo er Linienvorgesetzter ist, nicht immer da sitzen, wo sie normalerweise sitzen, sondern tatsächlich mit den Teams quer durch die Abteilung diffundieren. Das heißt, er kann auch nicht so, wie es bei festen Teams der Fall ist, daneben sitzen und sagen, okay, ich kann beobachten, was die Leute machen. Also ich kann gucken, wie arbeiten die Leute zusammen.
Es kann er zwar immer noch, aber es sind wahrscheinlich auch Leute mit dabei, die halt nicht irgendwie unter ihm stehen in der Abteilung. Das heißt, die Teamleiter müssen relativ stark miteinander kommunizieren. Kommunikation über die Arbeit muss, glaube ich, relativ viel dann über persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern passieren. Weil, wie gesagt, dieser Beobachtungsfaktor fehlt halt ein bisschen. Ich brauche ein abteilungsweites Backlog. Das ist auch relativ schwierig. Also wir haben 2 Jahre gebraucht, um irgendwie die Backlogs von den 3 Teams, die wir hatten, mal zusammenzuführen und uns darauf zu einigen, wie arbeiten wir eigentlich. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn halt jedes Team irgendwie sein eigenes Backlog weiterpflegt. Ich muss natürlich Mitarbeiter, Kollegen haben, die irgendwie Lust auf diese diversen Arbeiten haben. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sagt so, Identity Management ist meins, ich möchte nie was anderes machen. Aber auch um den kann man sich kümmern. Also ich glaube, es ist relativ einfach, ihm in Teams mitzunehmen, wo sein Spezialwissen dann gefragt ist. Ja, und ich brauche halt diese T-Shaped Persons. Oder ich muss versuchen, meine Mitarbeiter, also tatsächlich das Interesse an Generalistenwissen abseits ihrer Spezialgebiete zu wecken, dass sie sich halt dort selber weiterbilden oder selber halt das Wissen dran schaffen. Und ob man das jetzt DevOps nennt oder irgendwie anders, ist auch egal, glaube ich. Also das ist so alles eher was Kulturelles. Ich denke, so das Wichtigste ist, dass das A funktioniert für die Firma, dass es für die Teams funktioniert irgendwie, dass es für die Leute funktioniert, dass sie Interesse daran haben. Ich finde auch so eine Mischung zwischen, ich habe halt Produktteams, die neue Produkte entwickeln, wie gesagt, Mail-Server-Infrastruktur oder neues Storage-System oder was auch immer. Und dieses, ich habe Teams, die anhand des Backlogs arbeiten ganz gut. Ich denke, sollte jeder mal probieren oder probieren wollen. Also wie gesagt, das mit den Teams per Backlog funktioniert tatsächlich nur, wenn ich wirklich ein sehr großes Team habe. Wenn ich nur 5 Leute habe, dann habe ich Schwierigkeiten, da 2 Teams draus zu schnitzen mindestens. Auch in dem Zusammenhang brauche ich vielleicht noch Spezialistenteams, Security zum Beispiel, weil sie sich normalerweise ja auch nicht nur um meine Infrastruktur kümmern, sondern auch dafür sorgen, dass irgendwie Applikationen sicher betrieben werden und halt auch ab und zu mal Entwicklerteams sitzen. Also auch innerhalb solcher Setups brauche ich vielleicht noch Teams von Spezialisten, die fest sind, damit sie feste Ansprechpartner sein können. Aber ich finde, es hilft der Kultur im Unternehmen relativ stark. Fragen? Oh, der hört nicht auf. Genau. Ja. Gut. Gut, ich wiederhole es einfach. Ja. Bei dem, was du jetzt vorgestellt hast, ist es häufig so, dass irgendwie eine neue Aufgabe ansteht und du den Produktentwicklung dein Leben aufsetzen und danach ziehen die Horn irgendwie weiter und lassen das fertig machen und zurück. Aber damit ist die Geschichte meistens nicht vorbei. Du musst irgendwie Maintenance machen, wenn du Updates nehmen willst. Ich glaube, du hast es ein bisschen am anderen gesprochen. Ich würde mal ein bisschen aus deiner Sicht das annehmen. Ich glaube, dass man bei sowas. Ich soll die Frage wiederholen, stimmt, ich habe es auch gerade gesagt. Aber die Frage ist, es entwickelt jemand was und dann ist es fertig und dann läuft's und es wird nie wieder weitergepflegt, ist ja nicht der Fall. Das heißt, wer macht denn das Weiterpflegen in dem Falle? Also Idealfall wäre tatsächlich, wenn die Leute sagen, die das gebaut haben, wir fühlen uns dafür verantwortlich und wenn ihr mal weiterentwickeln wollt oder wenn ihr merkt, dass es weiterentwickelt werden, dann zieht bitte jemand von uns dazu. Und wir treiben das Ganze. Was auch funktioniert, ist, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt halt diese relativ große Abteilung Infrastruktur und wir wissen, was bei uns entwickelt worden ist, wird auch von uns maintained und weiter betrieben. Dann muss ich mir aber halt die Leute suchen, wenn ich wirklich merke, da ist ein Problem, muss ich mir halt Leute suchen, so, wer kann denn gerade mal? Was scheiße ist, wenn jemand anders das macht und sagt, okay, ist euer, viel Spaß damit. Aber also tatsächlich, ja, man muss wirklich vorher vereinbaren, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Ownership um. Sind die Leute, die ein Produkt, also den Mail-Server aufsetzen, auch hinterher tatsächlich die einzigen, die für dieses Produkt verantwortlich sind, auch für die Weiterentwicklung verantwortlich sind? Oder sagt man irgendwie innerhalb der Abteilung, wir sehen es als unser Produkt und es müssen nicht unbedingt die 4 sein, die es gebaut haben. Aber das ist tatsächlich was man vorher festlegen muss, wo man auch in der Abteilung, glaube ich, relativ lange darüber diskutieren muss, wie das genau funktioniert. Das passiert nicht automatisch. Falls nicht, ich bin auch irgendwie.
Also ich versuche mal die Frage so ein bisschen zusammenzubündeln. Die Frage ist, was passiert eigentlich mit Sachen, die kleiner sind? Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Epic, das dauert einen Monat, dauert zwei Monate. Ich habe ja nicht nur Aufgaben, die so klein sind, sondern ich habe vielleicht auch kleinere Aufgaben. Lohnt es sich da eigentlich ein Team drumherum zu bilden? Ja. Also ich kann jetzt nur für uns sprechen, wenn ich solche Teams aufsetze, dann habe ich nicht alle Leute in der Abteilung erwischt. Ich brauche auch immer noch Leute, die freiwillig sagen, okay, ich mache halt mal so Notfalldienst. Also ich habe so das Ohr am Kunden, wenn irgendwas nicht läuft oder ich werde halt nachts aufgeweckt. Aber auch diese Leute irgendwie sitzen halt nicht den ganzen Tag da und wenn die Plattform mal läuft und bearbeiten halt Tickets, sondern bei uns ist es so, dass das solche Tasks halt auch auf einem Board sichtbar gemacht werden. Bei uns ist ein elektronisches Board mittlerweile und solche kleineren Sachen halt tatsächlich von dem Team abgebaut werden, die gerade Betrieb machen, den klassischen Betrieb machen. Weil ganz ohne Betrieb kommen wir auch nicht aus. Und es gibt halt, wenn ich so eine Lehrphase habe, wo halt zwischen so einem Teamwechsel, dass halt auch da viele Leute sagen, okay, ich ziehe mir mal Kram, den ich mal eben machen kann, nebenbei machen kann. Beantwortet das ungefähr die Frage? Nee. Dann habe ich sie falsch verstanden, Entschuldigung. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden, das ist das, was ich da versucht habe zu erklären, dann habe ich es schlecht erklärt. Also wir machen eine Mischung aus dem, ja. Die Frage war, also nicht nur Teams um Produkte rumbilden, sondern auch Teams um Aufgaben rumbauen. Und das ist das, was ich meinte mit dem. Das eine ist, wir haben diese Produktteams, die halt einen neuen Mail-Server irgendwie hochziehen. Das andere sind tatsächlich, wenn ich im Backlog irgendwie einen bestimmten Task habe, das muss nicht an einem Produkt hängen, sondern es kann auch sein, ich verbessere jetzt diesen Mail-Server oder ich sorge dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, aber dass ich halt ein Thema habe, wo ich nicht einen festen Anfang habe. Ich habe eine Idee und hinterher ein Produkt, sondern ich habe einen Zustand X und danach einen Zustand Y. Darum, das meinte ich mit diesem, wir bauen halt ein Team um Backlog-Themen rum. Das heißt, es sind Arbeiten, die gemacht werden müssen, die nicht im neuen Produkt enden unbedingt, aber die ein Thema sind, die gemacht werden müssen. Und da gucken wir halt, wenn die so lange dauern, bauen wir dann ein Team drumherum. Nee, das eigentlich eher nicht. Das versuchen halt tatsächlich Leute selbst organisiert hinzubekommen. Es wird schwierig nachzuhalten ansonsten auch. Also sonst ist es dann, glaube ich, ein bisschen viel Hin- und Herschieberei. Also nein, keine Mikroteams irgendwie. Für Aufgaben, die zwei, drei Tage dauern. Oder ein Team, was gerade existiert, nimmt sich halt genau noch sowas dazu und sagt, gut, das schaffen wir auch noch irgendwann nebenbei. Ja, ansonsten bin ich noch bis heute Nachmittag hier. Wer Fragen hat, mich findet, gerne. Danke. Applaus